Griechenland hat nun die Wahl. Die Bürger sollen selbst entscheiden. Die überraschende Entscheidung macht Politiker und Märkte nervös. Was passiert, wenn die Bürger Nein sagen? Die Finanzkrise. Müssen wir den Euro vor den Griechen schützen? Guten Abend zur Phoenix-Runde. Nun hatten stundenlang die Köpfe geraucht auf mehreren EU-Gipfeln. Wie kann Griechenland gerettet werden? Wie kann der Euro stabilisiert werden? Wie kommen wir endlich aus dieser Never-Ending-Krisen-Story raus? Am Ende gab es Lösungen, doch dann kam der griechische Regierungschef. Er will, dass seine Bürger in einem Referendum selbst über das Rettungspaket abstimmen. Die Finanzkrise, müssen wir den Euro vor den Griechen retten? Darüber wollen wir jetzt diskutieren. Bei mir sind Johann Eckhoff, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Köln. Lisa Paus vom Bündnis 90 Die Grünen und Mitglied im Finanzausschuss. Dietmar Vogelsang, Sachverständiger für Kapitalanlagen. Und Ulrike Herrmann, Journalistin bei der TAZ. Frau Herrmann, warum jetzt ein Referendum, wo man doch wirklich mit Mühe und Not ein Rettungspaket geschnürt hat? Naja, das hat natürlich innenpolitische Gründe in Griechenland. Nicht? Papandreou verliert die Mehrheit im Parlament. Also es gehen immer mehr seiner Abgeordneten von der PASOK, steigen aus der Fraktion aus oder sagen, sie würden diese Sparprogramme nicht mehr mittragen. Und er hat nur noch zwei Abgeordnete, die er oberhalb der Mehrheit. Gleichzeitig sieht er, dass die Sparbeschlüsse in der Bevölkerung außerordentlich unbeliebt sind. 60% sind dagegen. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass es richtig war von Papandreou, das Volk einzubinden. Denn seit anderthalb Jahren haben die Griechen das Gefühl, da oben wird immer bestimmt und wir haben gar keine Möglichkeit mitzubestimmen. Viele sehen die Sparprogramme nicht wirklich ein, jedenfalls nicht so, wie sie jetzt gestaltet sind. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, die Griechen mitzunehmen. Ich bin auch ziemlich sicher, dass die Griechen am Ende zustimmen werden. Denn eines will kein Grieche, egal zu welcher Partei er gehört. Sie wollen die Drachme nicht wiederhaben. Sie wollen alle im Euro bleiben. Und das wird, glaube ich, vielen Griechen dann klar, dass sie zustimmen müssen, wenn sie im Euro bleiben möchten. Mhm. Frau Paus, ist es am Ende wirklich richtig, gerade im Heimatland der Demokratie zu sagen, wir binden die Bürger mit ein und ihr dürft mit abstimmen? Ja, auch ich finde das absolut richtig. Ich finde, es ist notwendig. Vielleicht wäre sogar ein früherer Zeitpunkt irgendwie noch besser gewesen. Aber tatsächlich ist es ja so, die Griechen wissen erst jetzt, wie das Gesamtpaket aussieht. Sie wissen erst jetzt, dass bis 2020 sie in dieser Situation sein werden, dass bis 2020 Blut, Schweiß und Tränen angesagt sind, dass selbst 2020 noch ein Schuldenstand da sein wird von geschätzten 120%. Kann heute auch keiner genau sagen, ob es wirklich 120 sind. Kann auch schiefgehen, kann auch besser laufen, kann aber auch schlechter laufen. Das ist das, was Sie jetzt wissen. Und es ist ja insgesamt, glaube ich, auch in Deutschland ja schon das Thema, dass die Leute ein sehr ungutes Gefühl haben, dass sie ratlos sind, ob der Summen, die da im Gespräch sind, ob der Komplexität des Problems und so. Und ich finde, insgesamt brauchen wir eine wesentlich breitere Debatte, eine Einbeziehung der Bevölkerung. Oh. Und da ist es wirklich schon richtig gut, dass in der Wiege der Demokratie der erste Schritt dazu getan wird. Aber Eckhoff, macht diese Entscheidung für eine Volksabstimmung nicht letztendlich dieses Rettungspaket auch zunichte? Besteht da nicht doch die Gefahr? Das kann passieren, aber das würde ja im Augenblick ähnlich laufen. Denn es kann ja nicht so sein, dass man in Brüssel verhandelt über ein Paket und in Griechenland alle dagegen demonstrieren und die Wirtschaft lahmlegen. Also das muss zum Krach kommen. Und es kann auch nicht so sein, dass die Opposition sagt, wir können das alles ablehnen und die Gewerkschaften dagegen sind, sondern die Griechen müssen jetzt als Volk sagen, wollen wir diesen Weg mitgehen oder nicht. Und dazu ist es aus meiner Sicht dringend notwendig, dass man sie wirklich fragt und sagt, was soll jetzt passieren? Und man mag sich darüber aufregen, dass jetzt dieser Ablauf gestört wird. Aber ich halte es für völlig unmöglich, so weitermachen wie bisher, dass in Griechenland demonstriert wird und in Brüssel beraten wird. Bei Vorgesang, was glauben Sie denn, wie die Entscheidung ausfallen wird? Wir haben gerade schon gehört, wahrscheinlich eher ein Ja. Was meinen Sie? Also, sag mal, vielleicht führt es jetzt zu einer Diskussion, die mal offener geführt wird in Griechenland, als es bisher war, weil natürlich parteipolitische Dinge da irgendwo sicherlich quergeschossen haben. Und nun muss man irgendwo das Visier runterlassen, in Farbe bekennen und sagen, was hat das für Folgen, ganz konsequent. Das könnte dazu führen, dass man sagt, okay, dann doch lieber den Euro, als dass im Prinzip unser Land komplett den Bach runtergeht.
und wir vor einem Null stehen. Da geht es nicht darum, ob ich 700 Euro im Monat habe, sondern dann habe ich 0 Euro oder 100 Euro. Und das könnte vielleicht dazu führen, dass da die Vernunft einkehrt. Aber ich habe schon noch ein ganz ordentliches Stück Skepsis. Und ich bin anders als Sie alle auch nicht ganz so euphorisch von wegen Volksabstimmung wunderbar. Das Problem ist nicht neu. Wie viel Griechenland verschuldet ist, weiß man jetzt mittlerweile schon eine ganze Zeit lang. Das heißt, man hatte genug Zeit, um diese Problematik schon längst auf den Punkt zu bringen, irgendwo auszuloten, was ist machbar und dann gegenüber dem Volk schon vor längerer Zeit zu offenbaren und zu sagen, so steht es, wir wollen jetzt das und das machen, damit wir die nächsten Verhandlungen führen können. Jetzt sind die Verhandlungen schon extrem weit fortgeschritten. Wir hatten einen riesen Tohuwabohu in Europa, gewisse Dinge auf die Reihe zu bekommen und einheitlich auf die Reihe zu bekommen und im Prinzip jetzt das Ding zurückzuziehen. Da bin ich mit Verlaub gesagt nicht ganz so begeistert, wie das vielleicht der Rest der hier Anwesenden ist. Vor allem ist das nicht auch irgendwo eine Vertrauensfrage? Also stellt man nicht doch jetzt in Frage, können wir Griechenland vertrauen? Ohne Abstimmung wird gesagt, wir machen ein Referendum, obwohl sich eben jetzt so viele Mühe gegeben haben und gesagt haben, wir wollen euch helfen. Ist das nicht doch so ein kleiner Schlag ins Gesicht? Ja, ich meine, das war natürlich nicht besonders schlau von Papandreou, alle zu überraschen mit diesem Referendum. Keiner wusste, dass es kommt. Nicht? Brüssel war völlig fassungslos. Aber man muss diesen Druck sehen, unter dem er steht. Nicht? Denn ich meine, es ist ja noch nicht mal sicher, ob er die Vertrauensfrage überleben wird, die er jetzt am Freitag stellt. Und das zeigt einfach, dass diese Dynamik in Griechenland, der Enttäuschung, dass man spart und es hilft nichts, die Defizite werden ja höher. Das ist ja das, was die Bevölkerung sieht. Wir sparen hier und hinterher haben wir mehr Schulden. Was ist denn das für ein Unsinn? Das ist ja die Wahrnehmung auf der Straße. Dieser Druck ist so groß, dass er innenpolitisch handeln musste. Und Sie haben recht, wenn Sie sagen, es wäre alles besser gewesen, wenn man das schon mal früher abgefragt hätte. Aber ich glaube nicht, dass Krisenpolitik immer völlig geplant und rational ablaufen kann. Und ganz so ist es ja auch nicht. Na, also die griechische Bevölkerung hat nicht schon seit fünf oder gar seit einem Jahr gewusst, dass bis 2020 de facto kein Land zu sehen ist, sondern noch im letzten Jahr wurde ja von den Regierungschefs festgestellt, dass man Griechenland einmalig hilft, dass das 110 Milliarden Euro kostet und dass dann Griechenland 2013 wieder in der Lage ist, Geld auf dem Kapitalmarkt aufzunehmen. Also so viel gehört zur Wahrheit ja schon dazu. Das ist nicht so, dass sie das seit Jahren wussten und darauf vorbereitet sind. Und ich bin ganz sicher, weil es eben so ein langer Prozess ist, und heute nicht wirklich jemand sagen kann, das ist klar, dass das erfolgreich sein wird, muss die griechische Bevölkerung mitgenommen werden, muss die griechische Bevölkerung das wollen. Wenn sie das nicht will, dann sehe ich nicht, wo die Entwicklung, die positive, das Wachstum, die neuen Felder, wo sich was tun soll, tatsächlich entstehen. Und ohne eine entsprechende positive wirtschaftliche Entwicklung, ist jetzt schon völlig klar, wird Griechenland nicht auf die Beine kommen. Wenn die Konsequenz ist, dass die Leute stattdessen die Beine in die Hand nehmen und Griechenland verlassen, sozusagen nicht nur die Milliardäre keine Steuern zahlen, sondern insgesamt ein Exodus stattfindet, dann ist auch völlig klar, wird es keine Perspektive von Griechenland geben, egal was da für ein Paket vor einer Woche geschnürt worden ist oder nicht. Deswegen, die Bevölkerung muss das wollen, muss da mitmachen und deswegen finde ich es richtig, dass sie gefragt wird. Aber ist es nicht auch eine Art Schwäche der Regierung, eben nicht zeigen zu können, ich nehme das in die Hand, ich entscheide jetzt hier, wir müssen jetzt diesen Weg gehen? Natürlich ist es auch eine Schwäche der Regierung, aber es ist auch eine Schwäche der Opposition. Also die politischen Verhältnisse in Griechenland sind ja wirklich nicht gut. Ja, man könnte auch sagen, desaströs, dass eben eine konservative Opposition sagt, wir machen uns die Hände nicht schmutzig, wir machen da nicht mit, während eine konservative Regierung in Deutschland sozusagen das Gegenteil einfordert. Dass eine sozialistische Regierung in Griechenland ein massives Privatisierungsprogramm mittragen muss, über 50 Milliarden Euro, ist schon aberwitzig. Da sind die Verhältnisse wirklich umgekehrt. Und von daher glaube ich auch, aus politischen Gründen, gesellschaftlichen Gründen, braucht Griechenland genau das. Eine breite Debatte, an deren Ende eben diese Volksbefragung steht. Man muss ja auch mal sehen, was das für Summen sind. Also wenn man das auf Deutschland übertragen würde, ist ja ausgerechnet worden, dann würde das bedeuten, dass man in Deutschland innerhalb von zwei Jahren 330 Milliarden Euro gespart hätte. Das ist das, was Griechenland anteilig schon 2010 und 2011 geleistet hat. Und stellen Sie sich mal vor, was hier los wäre, wenn 330 Milliarden Euro aus dem Haushalt gespart werden müssten. Da würde Deutschland Kopf stehen. Und dass die, eigentlich ist es nämlich erstaunlich, wie ruhig die Griechen sind. Genau. Es ist nicht erstaunlich, dass sie jetzt gefragt werden wollen. Es ist erstaunlich, dass nur so wenig Leute demonstrieren. Belkov, sollte denn jetzt trotzdem weiter Geld fließen? Das ist die große Frage. Nun wartet man das Referendum ab. Dezember, Januar kann es werden. Was soll jetzt passieren? Also es muss ja auf jeden Fall so sein, dass das gemacht wird, was immer angelegt war. Geld fließt nur, wenn die Bedingungen erfüllt werden. Und die Bedingungen sind eben nicht nur sparen,
sondern die Bedingungen sind Umstrukturierungen. Also wenn man sieht, dass das Rentensystem nicht in Ordnung ist. Also das griechische Rentensystem hat so viele Menschen über 100 Jahre, die gar nicht mehr leben, aber Rente beziehen. Wenn man sieht, dass die Steuern nicht richtig erhoben werden, dass viele ausgespart werden, die an die Steuern zahlen müssen. Wenn man sieht, dass die Taxifahrer Lizenzen haben, um die Leute auszunehmen, wenn man so will. Ja, da ist einfach die Anzahl der Taxifahrer reduziert. Die können nicht im Wettbewerb sagen, ich will jetzt einen Schein machen und darf Taxi fahren. Da gibt es so viele Unebenheiten im System, die man ändern muss. Und das größte Problem, was die Griechen jetzt haben, das liegt im Wettbewerbsbereich. Also die Griechen haben in den letzten 12 Jahren Lohnsteigerungen gehabt von 37%, die Deutschen von 5%, reale Lohnsteigerungen. Das heißt, dafür gab es keine Substanz. Das ist durch Schulden finanziert worden. So, und dies zu korrigieren, das ist so bitter. Das ist so ganz wahnsinnig schwer, den Leuten klarzumachen, ihr müsst jetzt mit weniger Geld auskommen, damit ihr überhaupt wieder wettbewerbsfähig seid, damit die Produkte, die Griechenland anbietet, auch international wieder gekauft werden können. Aber trotzdem nochmal, sollte denn jetzt trotzdem weiter Geld fließen? Natürlich wurde auch gesagt, das Rettungspaket, Schuldenschnitt und so weiter könnte auch erst Dezember, Januar passieren. Also was muss ja vorbereitet werden? Das ist immer schwer zu sagen, aber ich vertrete eigentlich die Auffassung, die haben die Troika da reingeschickt, sind zu dem Ergebnis gekommen, ob das nun hinreichend ist oder nicht, mag man beurteilen, wie man will, aber sie sind zu dem Ergebnis gekommen, die Griechen haben etwas geleistet, haben genug geleistet dafür, dass wir sagen können, wir zahlen weiter. Und dann kann man nicht jetzt aufhören, bevor das Referendum oder irgendwas anderes vorliegt. Man muss diese Phase durchstehen und auch wenn man da noch ein paar Milliarden verliert, das ist nicht so schlimm, als wenn das Ganze schief läuft. Sollten wir dieses Risiko eingehen? Nein, eindeutig nein. Denn wenn ich heute die Gelder stoppe, kollabiert das System in Griechenland sofort. Das ist im Prinzip, dann ist Griechenland zahlungsunfähig, dann sitzen alle Staatsbediensteten auf der Straße, dann ist im Prinzip der GAU eigentlich da. Deswegen wird man gar nicht anders können, als eine gewisse Zeit diese Dinge weiterzuführen. Ich denke, die Tranchen, die jetzt noch bis zum Jahresende laufen, sind auch noch überschaubar. Größere Tranche wird im März nächsten Jahres wird eine größere Tranche noch mal fällig. Ich denke, wenn das Referendum bis dahin durch ist, könnte das noch okay sein. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken, wenn das Referendum einen bestimmten Ausgang nimmt, nämlich wir verlassen den Euro. Was wäre dann das Szenario? Was würde passieren? Es ist nicht vorgesehen, dass man den Euro verlassen kann. Es ist vieles nicht vorgesehen, genau. Das, was man mal hat ermitteln lassen, ist, dass man aus der EU austreten kann zwar, aber nicht aus dem Euro. Also insofern müsste man überlegen, ob Griechenland aus dem Verbund der Europäischen Union austritt und damit letztlich irgendwo aus dem Euro. Das ist aber für Griechenland ein immenser Kosteneffekt, der dadurch entsteht. Denn ich muss alles umstellen. Ich muss von heute auf morgen eine Drachme oder welche Währung auch immer kreieren. Ich muss ein Wechselverhältnis zum Euro herstellen. Ich muss alle Verträge, die ganze Wirtschaft muss die Verträge ändern. Alle Verpflichtungen, die bis heute auf Euro-Basis bestehen, müssen in Euro bezahlt werden und das bei einem total da niedergehenden Drachmen oder was auch immer man dann irgendwo hat. Das heißt, es wird unbezahlbar. Also das Desaster wird schon heftig. Und wie die Folgen letztlich für den Euro selbst sind, weiß ich nicht. Ich hätte nur die größte Angst, dass natürlich eine Unsicherheit der Märkte zu einer Ansteckungsgefahr führt. Und da bin ich jetzt bei Ihnen, wenn wir dann auf Italien gucken oder Spanien, Belgien etc., pp., Frankreich, dann wird mir allerdings extrem mulmig. Ich glaube, an der Stelle muss man mal dran denken, wie kann man überhaupt wieder rauskommen? Und gerade wenn Sie Italien nennen, Italien ist an sich ein wohlhabendes Land. Und ich halte es für extrem gefährlich, dass in Italien ständig darüber geredet wird, dass sie Geld brauchen aus dem Rettungsschirm oder dass die Europäische Zentralbank Anleihen ankaufen soll, damit die billiger werden. Ja? Also wenn man dies weiterführt, und Berlusconi hat es ja gerade wieder gemacht, nachdem die erstmal in Brüssel beschließen, am nächsten Tag ist er da und sagt, die EZB soll doch bitteschön auch die Anleihen der Italiener kaufen, damit die weniger Zinsen zahlen müssen. Wenn man diesen Weg geht, dann kann das nur scheitern. Mhm. Es muss das Vertrauen wieder entstehen, dass jedes Land das Geld aufnimmt, dieses Geld zurückzahlt. Und wenn wir von dieser Regel abweichen, dann kann die Währungsunion keinen Bestand haben. Und deshalb ist das Allerwichtigste, was jetzt gemacht wird, man sagt, Griechenland war ein Unfall. Bei allen anderen
jeder zahlt seine Schulden. Das muss die Regel sein. Und es muss jede Aktion, die jetzt kommt, darauf hinauslaufen, dass diese Regel wieder eingehalten wird, sonst wird das Vertrauen nicht wiederhergestellt. Aber gerade gibt es den großen Vertrauensbruch, da will ich noch mal darauf hinaus, was ich eben auch Frau Herrmann schon gefragt hatte, dass sozusagen eben gestrampelt wird, versucht wird, für die Zukunft mehr Sicherheit zu schaffen und dann aber ein Land, das gerettet werden soll, aus der Bahn läuft. Welche Bedeutung hat das schon im Moment? Also, und wie unwahrscheinlich ist es wirklich auch, dass das Griechenland nicht doch sagt, ich will hier raus, ich will den Euro nicht mehr? Also meine Prognose ist, dass die Griechen intelligente Menschen sind. Und wenn man sieht, wie stark sich Europa für Griechenland engagiert, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass, wenn man die Wähler einigermaßen aufklärt, sie sagen, wir steigen aus. Nein, vor allem, weil man ja sehen müsste, was das bedeutet. Ja, das, also zum Beispiel das schon glaube jetzt, ich einfach nicht. Nur mal, um so ein Beispiel zu nennen, schon jetzt ist Griechenland nicht mehr in der Lage, Krebsmittel aus Deutschland zu bezahlen. Mhm. Wenn die jetzt die Drachme hätten, dann würden sie überhaupt gar kein einziges Medikament mehr bekommen, was sie benötigen. Und noch schlimmer, sie können ja noch nicht mal ihre Bevölkerung ernähren, nicht? Das ist ein Land, das die meisten Lebensmittel importiert. Mhm. Es ist nicht vorstellbar, wie Griechenland mit einer Drachme eigentlich über die Runden kommen soll. Und die Griechen selbst, die sich auskennen, sagen, dann werden wir ja sofort wie Albanien. Und wenn man das Griechen erklärt, dass sie dann eigentlich wieder zurückfallen würden auf das Lebensniveau von Balkanstaaten, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass auch nur ein einziger Grieche sagt, ja, dann wollen dieses Risiko, das gehen wir jetzt mal ein. Deswegen bin ich auch so absolut sicher, dass das Referendum durchgehen wird. Mhm. Was man sich allerdings nicht vorstellen darf, ich glaube, ist, dass dann danach keine Proteste mehr sind. Sondern man kann sich eigentlich, dann hätte man wahrscheinlich wieder den Status, den man jetzt hat, nicht? Es wird irgendwie gespart, die Leute stellen fest, das klappt nicht, die Defizite werden größer und dann wird man natürlich wieder Proteste gegen einzelne Maßnahmen haben. Aber ist es momentan nicht eine vorgetäuschte Souveränität? Also zu sagen, gut, das Volk darf entscheiden, ihr könnt jetzt mitbestimmen. Im Nachhinein wird es aber trotzdem ein Rettungspaket geben, was sozusagen vom großen Ganzen gelenkt wird. Na nun, das Rettungspaket für den, also wenn das Referendum sagt Nein, ne, das sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwie dasteht. Das ist dann nicht der Fall. Wenn Griechenland sich entscheidet, dieses Sparpaket nicht mitmachen zu wollen, ne, das Geld unter den Auflagen nicht zu nehmen, dann wird es das Geld nicht geben. Dann wird es irgendwie kein anderes Geld geben, weil dann wäre dann gleich die nächste Konsequenz, dann müsste ja wieder darüber abgestimmt werden mit den entsprechenden Konsequenzen. Also das glaube ich, das ist schon sicher. Wenn dieser Volksentscheid sagt, ne, wir wollen das nicht, dann gibt es glaube ich tatsächlich nur den Weg raus aus dem Euro mit all den Konsequenzen. Es geht dann eben nicht nur der Staat bankrott, sondern ist ja auch dann völlig klar, das Bankensystem, ne? Also die Banken sind dann eben auch komplett pleite. Das heißt eben auch entsprechend die Wirtschaft kriegt dann keine Kredite, ist auch entsprechend pleite. So, ne? Und das wird da erzählt werden. Deswegen bin ich auch sehr optimistisch, dass dieses Referendum so ausgeht. Das ist das, was wir ja auch als deutsche Politiker jetzt immer den deutschen Bürgern gesagt haben. Es gibt ja einige, die sagen, es ist für Griechenland besser, sie gehen raus aus dem Euro. Und deswegen sozusagen beschließen wir keine Rettungspakete, damit die Griechen endlich selber einsehen, dass es für sie vernünftiger ist, dass sie rausgehen aus dem Euro. Das ist eben nicht vernünftiger. So, das ist nicht vernünftiger für den Gesamteuroraum und ist eben vor allen Dingen auch nicht vernünftiger für die Griechen. Und es gibt ja also in Deutschland haben wir jetzt nicht die Erfahrung mit Volksentscheiden und Referenden, aber in anderen europäischen Ländern kennen wir das. Und da ist ein Wert von jetzt Ablehnung 60% ist ein guter Wert. Mhm. Ja? Also wenn das jetzt bei 80-90% liegen würde, dann würde ich mir wirklich Sorgen machen. Aber 60%, glaube ich, das ist in der Tat mit einer vernünftigen Debatte über die Pros und Kontras der Angelegenheit bin ich mir auch sehr sicher, dass das so laufen wird. Eine Frage ist tatsächlich, ne, die Zeit. Und wie das dann in Griechenland aussehen wird, weil es ja jetzt schon so ist, dass die griechischen Banken darunter zu leiden haben, dass Einlagen abgezogen werden. Die kommen dann auch in den sonstigen Euroraum. Und wir haben ja innerhalb der Europäischen Union keine Kapitalverkehrskontrollen. Natürlich der klassische griechische Milliardär, bin ich mir sicher, gibt es auch entsprechende Indizien dafür, hat sein Geld nicht mehr auf griechischen Banken. So, und wenn die griechischen Banken tatsächlich out of money geraten, weil sozusagen ihre Einlagen nicht mehr da sind, dann wird es ein Problem geben und dann gibt es dann auch wiederum keine sauberen Lösungen. Ja, das ist ja nun wirklich alles so marode, wir haben es ja nun schon beschrieben, ist denn Griechenland überhaupt zu helfen? Also die Frage, die sich ja nun wirklich der deutsche Bürger oder auch gerade der deutsche Steuerzahler fragt, ist, wir stecken immer weiter rein, wir stecken rein. Jetzt eine kleine Vertrauenskrise, die noch dazu kommt. Ist Griechenland dann überhaupt zu retten? Ich würde das gerne mal umdrehen, weil wir haben ja vorher aus der Sicht der Griechen das mal angeschaut. Und da habe ich gesagt, ich halte die Griechen für intelligent genug, dass sie die Chancen, die hier drin liegen, dass sie die sehen werden. Das Problem wird nachher sein, von der Seite der Geberländer.
Nun, das so zu steuern, das ist ja nicht mit einem Mal gelöst, nicht mit einem Beschluss, auch nicht mit den Beträgen, die man jetzt beschlossen hat. Das läuft ja über eine ganz lange Zeit und ständig muss überprüft werden, ob nun das, was an Leistungen erbracht wird in Griechenland, auch hinreicht, um die Mittel fließen zu lassen. Und da sehe ich eigentlich schon voraus, dass dort doch wieder Phasen eintreten, in denen man sagt, ja, wir haben uns ja bemüht, aber es hat nicht ganz geklappt. Ja. So, und das ist das Risiko, das für die Geberländer bleibt. Das muss man auch sehen, dass von dieser Seite natürlich die Bereitschaft, erstmal zu helfen, relativ groß war. Aber ob das auf Dauer so weitergeht, ist noch die andere Frage. Wenn heute die Entscheidung käme und die Griechen würden sagen, nein, wir müssen nachverhandeln, das wäre eine andere Alternative. Sie sagen, wir sind damit nicht zufrieden, was wir bekommen haben. Dann bin ich ziemlich sicher, das würden heute die anderen Länder nicht mitmachen. Weil sie sagen, also jetzt haben wir erstmal hier zugelegt und jetzt müssen die Griechen, die müssen kommen und die müssen zeigen, dass sie damit zurechtkommen. Ja, also ich meine, das ist natürlich so, da hat Herr Ekhoff recht. Die Griechen haben ein gewisses Erpressungspotenzial, weil sie ja wissen, dass wenn Griechenland fällt, dann diese Ansteckungsgefahr da ist, die auch Herr Vogelsang schon beschrieben hat. Also Italien, Portugal. Ja, Italien, Spanien, Belgien, Frankreich. Spanien. Das kann die gesamte Eurozone bis in den Kern treffen. Deswegen ist es so, dass man eigentlich die anderen Staaten absichern muss. Also man muss diese Ansteckungsgefahr unterbrechen. Und aus meiner Sicht, und da bin ich eben ganz anderer Meinung als Herr Ekhoff, gibt es nur zwei Möglichkeiten, jetzt Italien, Belgien, Frankreich aus dieser Attacke der Investoren zu entfernen. Und das ist eben, dass die EZB tatsächlich Staatsanleihen aufkauft. Und noch besser, wir bräuchten eigentlich einen Eurobond. Das heißt, eine gemeinsame Staatsanleihe, für die alle haften, wo nicht erkennbar ist, welches Land diesen Eurobond ausgibt. Denn ich weiß, dass Sie ganz und gar anderer Meinung sind, aber ich sehe den Vorteil eben darin, dass wenn man so einen Eurobond hätte, und man eben nicht mehr sagen könnte, das ist eine Staatsanleihe von Frankreich und das ist eine Staatsanleihe von Italien und dann wird gesondert gegen diese einzelnen Staatsanleihen spekuliert, dass man dann tatsächlich sich als Eurozone auch den Bankrott Griechenlands leisten könnte. Weil dann wären hier die Eurobonds und da wäre Griechenland. Und ich weiß, dass Sie da den Finanzmärkten ganz stark trauen. Aber Sie haben noch mehr Widersprecher. Ja, widerspreche genau. Direkt. Ja. Sie beide. Nein, ich widerspreche deshalb direkt. Wir sehen auch schon jetzt, was in Italien läuft. Was läuft denn da? Je größer man diesen Schirm macht, das ist ja nichts anderes als ein Schirm, wenn man sagt, Märkte sind nicht bereit, Italien einen Zins für weniger als 6% zu geben. Jetzt sagen Sie Eurobonds, ja, in der Hoffnung, das wird vielleicht bei 3% liegen. Ja, sagen die Italiener, ist doch toll für uns. Ja, wer zahlt das denn? Das zahlen die anderen Länder. Ja, also von daher gibt es keine Disziplinierung für die Italiener. Und ich habe vorhin gesagt, wenn wir nicht dahin kommen, dass jeder Staat erstmal seine Schulden zurückzahlt, wenn wir das nicht schaffen und wenn Skepsis aufkommt, dass sie das nicht zahlen können, sofort die Strafe folgt in Form eines höheren Zinssatzes, dann gibt es ja gar keine Sanktionsmittel mehr. Aber dann haben wir die Schulden nicht mehr in der Hand. An dem Punkt sind wir doch jetzt. Das war ja die alte Idee der Währungsunion, ne? Dass wir es eben nicht hinbekommen, sozusagen die große Solidargemeinschaft zu machen, dass der eine für den anderen vollständig einsteht. Deswegen gibt es eben in dem Stabilitäts- und Wachstumspakt dieses No-Bail-Out. Niemand wird rausgehauen. Ne? Wenn jemand meint, er kann sich das erlauben, dann soll er das tun, aber dann hat er auch alle Konsequenzen zu tragen. Die Staatsinsolvenz ist dann so. Und da sagen Sie, das soll man jetzt auch so beibehalten. Da stellen wir fest, ist aber ein Problem, ja? Weil eben zumindest es direkte, massive Rückwirkungen hat auf die anderen Länder. Weil es eben die enge Verzahnung gibt zwischen den Staatsschulden der Länder und dem Bankensystem innerhalb Europas. Und eins können Sie zumindest nicht abstreiten. Wenn wir Eurobonds hätten, wir sagen auch, da muss man Kriterien knüpfen, da muss ganz klar sein, dass es eben den Anreiz nicht zu mehr Verschuldung gibt, sondern zu weniger. Da braucht es auch eine entsprechende Festlegung für Überwachungsmechanismen etc. Ne? So, also wir brauchen eine Einheitsregierung. Da guckt man sich an, wie die ausschaut. Ne? Man muss nicht sozusagen die Vereinigten Staaten von Europa machen. Man kann auch das Schweizer Modell sich anschauen. Es muss nicht unbedingt ein europäischer Finanzminister sein. Es kann auch ein Währungskommissar mit mehr Kompetenzen sein. Es muss nicht nur das Europäische Parlament sein mit mehr Kompetenzen. Man könnte sich auch eine Zweikammergeschichte, alles Dinge, die wir jetzt intensiv diskutieren sollten. Kann ich mal ein Gegenbeispiel machen. Aber der Punkt ist, Eurobonds würden eben helfen, zumindest eins zu verhindern, die gegenseitige Ansteckung, die wir derzeit permanent haben. Genau. Es geht eben, wenn Griechenland pleite geht, dann ist es eben nicht nur ein Problem für griechische Banken, für die ist es ein massives Problem, sondern wir erleben ja jetzt schon, es ist eben ein massives Problem für französische Banken, für
spanische Banken für die Deutsche Bank über irgendwelche Umwege, über irgendwelche amerikanischen Makler und so weiter. Das ist ja das Problem, dass wir aus dieser gegenseitigen Ansteckung nicht mehr rauskommen, dass wir ein instabiles Bankensystem haben, deswegen diesen klaren Schuldenschnitt nicht machen können oder diese Sanktionen. Deswegen brauchen wir die Entkopplung und Eurobonds wären das. Dann hätte jede Bank in jedem europäischen Land eine Anleihe, die nicht nominiert ist auf folgendes Land, sondern eben auf die Eurozone insgesamt. Und zumindest das hätte ich dann erreicht, dass ich das Bankensystem stabilisiert hätte und die sonstige Situation sozusagen entspannt hätte. Ich halte das für einen glatten Irrtum. Also machen wir mal folgendes Gegenbeispiel. Wir haben in Deutschland 30 DAX-Unternehmen. Ja? Die zahlen für ihre Industrieanleihen sehr unterschiedliche Zinssätze. Jetzt sagen Sie, warum eigentlich? Machen wir doch einheitliche Bedingungen für alle DAX-Unternehmen, egal was sie machen, was sie für eine Politik betreiben, wie angesehen die sind, ob sie sich daran halten, dass sie Schulden zurückzahlen oder nicht. Die kriegen alle zu einheitlichen Konditionen diese Zinssätze. Ja, die kriegen ihre Kredite. Da würde ich sagen, wie kommt man denn auf die Idee, wenn einer, der als hochriskant gilt, das Modell schlägt aber auch wenn jemand, vor. Der hochriskant das ist und jetzt sagt, niemand. Ich muss jetzt höhere Zinsen dafür zahlen, dann muss er entweder seine Bonität erhöhen, muss Eigenkapital aufnehmen, er muss sich anstrengen. Und das Gleiche gilt doch für die Staaten auch. Wir haben unterschiedliche Verhaltensweisen, wir haben es doch kennengelernt. Die Griechen haben sich eben nicht darum geschert. So, und wenn sie davon abgehen, dass jeder Staat seine Schulden zahlen muss und die sagen, naja, die anderen, die zahlen ja meine Zinsen, ja, dann sage ich ihnen, ist die Währungsunion nicht zu halten, weil die Disziplinierung von keiner Seite sonst kommen kann. Sich zurückzuhalten in der Verschuldung. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Das Problem ist doch, Sie tun jetzt so, als wären die Finanzmärkte rational. Genau. Und als würden die immer genau das richtige Urteil fällen. Nein, und dabei mal. Sehen wir, haben wir schon in der Finanzkrise gesehen, 2008, jetzt in der Eurokrise sehen wir es wieder, die Finanzmärkte sind nicht rational, sondern irrational. Und die können in Panik geraten. Und genau das passiert jetzt. Die sind total in Panik. Das heißt, völlig, oder auch zu Unrecht. Zu ja. Aber jedenfalls irrational oder rational werden die Zinsen für Italien hochgetrieben und da ist kein Ende abzusehen. Ich meine, diese Zinsen wären ja schon bei 8%, 9%, wenn die EZB nicht eingegriffen hätte. Diese Theorie, die Sie vertreten, die teile ich auch nicht. Sie sagen ja, die verkaufen jetzt die italienischen Anleihen und kaufen deutsche. Ja, das tun sie. Und damit genau. Treiben sie die Preise genau, völlig genau. Auseinander. Ja? Ja, das tun sie. Ja, die können nicht endlos spekulieren. Jetzt sind sie Anleger. Und die Italiener geben eine Anleihe raus bis Ende des Jahres, für ein Jahr. Und die Deutschen auch. Dann sagen sie, verkaufe ich auf jeden Fall, auch wenn die Zinsen auf 10% gehen und in Deutschland auf null. Ich sage Ihnen, wenn die Italiener mich überzeugen, dass ich ihnen vertrauen kann und dass sie zurückzahlen, ja, aber das ist der Punkt. Ja, aber Herr dann Eckhoff, kaufe ich die italienische Anleihe. Und Sie wollen nicht, dass die Italiener wieder zu ihrem Wort stehen und sagen, die Anleihen, die ich ausgebe, werden auch von nein, uns bezahlt. Herr Eckhoff, es gibt doch ein Problem. Das ist dann ein selbstverstärkender Prozess. Nein, kann doch, ja nicht darf sein. Darf ich auch mal reden? Ja. Denn in dem Moment, wo die Zinsen, sagen wir, bei 9% sind, ja. Und die, das heißt weit über der Inflation, die Realzinsen liegen ja. Also bei 7%. In dem Moment ist ein Land einfach schon allein durch die Zinslast auf dem Weg in die Pleite. Ja. Das weiß jeder Investor. Das sollten wir wissen. Nein, das wissen ja auch die Investoren. Das heißt, sie sehen, die Zinsen gehen hoch. Das weiß jeder Investor, egal wie das Land spart. Es wird immer noch höhere Defizite haben, dank der Zinsen. Dann müssen ja die Zinsen, weil sie so hoch sind, über neue Schulden finanziert werden. Dann kriegt jeder Investor die Krise nach dem Motto, die Zinsen sind ja so hoch. Das heißt, die Zinsen steigen weiter. Das ist ein sich selbst verstärkender, irrationaler Prozess. Also, ja, Entschuldigung. Die Finanzmärkte, wie sie arbeiten, heißt, Italien zahlt jetzt nicht einfach nur so höhere Zinsen, sondern weil das Risiko steigt. Ja, das mag sein, dass das Niveau. Das Risiko steigt, weil die das Zinsen mag steigen. Sein, dass, ja, Moment. Genau. Aber nein. Das heißt doch auch. Aber warum steigt denn das Ausfallrisiko das heißt doch von auch, Italien? Bei 120% Staatsverschuldung darf ist nicht automatisch. Ich muss kurz ausreden. Ja. Ich habe mir das die ganze Zeit auch angehört. Die Zinsen steigen im Prinzip, wenn jemand von außen kommt und sagt, da habe ich ein Risiko. Ich bin nicht bereit, dir Geld zu geben, es sei denn, du gibst mir mehr dafür. Und es mag sein, dass da natürlich eine Übertreibung drin sein kann, das ist in Ordnung. Aber das Land, das Geld haben möchte, das Unternehmen, das am Markt Geld haben möchte, weiß um diesen Mechanismus. Ich bin nicht blind, sondern ich weiß das. Ich weiß um die Wirkung und Wechselwirkung. Wenn der Herr Berlusconi das nicht weiß, das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Das heißt, er weiß, wenn ich
Schwierigkeiten habe mit meinen Finanzen, dann werden die Marktteilnehmer draußen sagen, ich bin nicht mehr bereit, dir das zu dem Zins zu geben. Dieser Mechanismus, mit dem muss ich rechnen. Deswegen muss ich im Vorfeld meine Maßnahmen treffen, dass mein Haushalt, dass meine Finanzen, dass das alles insgesamt ein gutes Bild abgibt. Wenn ich das aus dem Ruder laufen lasse und dann hinterher, wenn es am Laufen ist, meckere und sage, ja, die Zinsen steigen und das ist im Prinzip ein selbsterfüllendes und so weiter. Weil wenn die Zinsen dann ganz hoch sind, dann kann ich ja gar nicht mehr zahlen. Dann hat er im Prinzip die ganze Zeit Mist gebaut und versucht jetzt ein nettes Tuch drüber zu decken und die Schuld den Marktteilnehmern zu geben. Ich möchte mich gerne einmal von den Eurobonds lösen, auch wenn das natürlich jetzt doch für erhitzte Gemüter hier in der Runde sorgt. Wenn wir jetzt also eben uns noch mal diese 100% Eurobonds, die Sie hier skizziert haben, die will niemand. Sondern es geht immer darum, dass man einen Einstieg macht, dass man ein kombiniertes System macht. Wir wollten System uns jetzt gerade von den Eurobonds lösen. wenn wir uns jetzt anschauen, es geht eben um Milliarden, es geht um unwahrscheinlich viel Geld. Frau Paus, wie erklären Sie als Politikerin letztendlich den Steuerzahlern, wir helfen da einem Land, das vielleicht gewisse Auflagen immer noch nicht recht einhält, das jetzt gerade einen Alleingang macht, ohne sozusagen die Partner mit einzubinden. Wie erklären Sie denen, dass man denen trotzdem weiterhin so viel Geld geben sollte? Na, also, dass Griechenland sich nicht dran hält, das ist ja nicht richtig. Also Griechenland hat ja die ersten Dinge abgearbeitet und wie schon gesagt worden ist, es ist eigentlich erstaunlich ruhig. Die setzen sehr, sehr viel um. Also diese Regierung steht zu ihrem Wort und hat eben begonnen umzusetzen. Dass man Privatisierungsmaßnahmen von 50 Milliarden Euro nicht so schnell aus der Hüfte schießt, glaube ich, da hat gerade Deutschland einen gewissen Erfahrungsschatz. Also wir haben ja nur auch die Wiedervereinigung und die Treuhandanstalt und eine gewisse Erfahrung, wie das mit Privatisierung so geht und was gute Privatisierungsprozesse sind und was weniger gute Privatisierungsprozesse sind. Und auch ich würde niemals Griechenland empfehlen, auf einen Schlag Tafelsilber für 50 Milliarden Euro auf den Markt zu schmeißen. Dann erzielt man nicht die Preise und hat sich auch sozusagen in der Perspektive nachhaltig eher ins Knie geschossen als einen Schritt nach vorne getan. So, also von daher, dass Griechenland die Aufgaben nicht angenommen hat, kann ich so nicht nachvollziehen. So, richtig ist, Griechenland steht eine richtige Transformation bevor. Und auch deswegen habe ich ja gesagt, ist es so wichtig, dass die Bevölkerung da auch mitmacht. Im Einzelnen kann ich mir dazu kein Urteil erlauben. Ich habe da Papiere gelesen. Ich war jetzt in den letzten Wochen nicht vor Ort und kann deswegen sozusagen jetzt nicht sagen, per Ordre de Mufti, ich weiß jetzt genau, das ist der Plan und so funktioniert es. Und dann kann es gehen und dann aber auch nicht. Den Plan hätten gerne viele und haben ihn nicht. Ja. wenn wir uns jetzt noch mal anschauen, wie es sich wirklich auf uns in Deutschland auswirken kann, auf den Steuerzahler, auf den Kleinanleger möglicherweise auch, was ist denn jetzt der Worst Case? Also was kann passieren im schlimmsten Fall, wenn jetzt sozusagen doch der Rettungsmechanismus nicht funktioniert, wenn Nein gesagt wird zum Referendum? Die große Gefahr ist der Ausfall natürlich der Gelder, die man aus Griechenland zu bekommen hat seitens der Gläubiger. Und das wäre im Prinzip vielleicht auch noch irgendwo zu tragen, wenn dann nicht eine zusätzliche Unsicherheit aufkommen würde, wie schnell passiert es nochmal. Und es gäbe erstens mal, die griechischen Banken würden jetzt definitiv pleite gehen, auch öffentlich, inwieweit sie es im Prinzip eigentlich ja schon sind und nur am Leben erhalten werden, künstlich mag jetzt mal dahingestellt sein. Die sind noch, glaube ich, 3,5 Milliarden wert. Die waren mal 70 Milliarden wert, die größten Banken in Griechenland. Also es ist ein Witz. Aber das Problem ist im Prinzip die Ansteckung, die das Ganze tatsächlich hat. Und da bin ich wirklich auch bei der Politik, die da irgendwo einen großen Horror davor hat, was das alles für Folgen hat. In welchen Büchern überall welche Papiere sind. Wenn Banken in Mitleidenschaft gezogen werden, die Commerzbank hat 2,2 Milliarden zum Beispiel noch drin. Andere Banken haben auch noch ein paar Positionen. Vielleicht geht's bei uns ja sogar noch. So, nur dann fallen diese Institute wiederum aus vielleicht. Und die haben wiederum ihre Papiere in allen möglichen anderen Portfolios gestreut. Bei Renten, bei Pensionsfonds, in Versicherungen und so weiter. Also was der Normalbürger eben hat, er hat irgendwie eine Lebensversicherung, er hat möglicherweise eine private Rentenversicherung. Das ist im Prinzip, das nimmt eine Riesenform an. Und ich denke, in diese Büchse der Pandora hat man irgendwann mal reingeschaut seitens der führenden Politiker und das auch mittlerweile verstanden, was 2007, 2008 garantiert nicht der Fall war. Aber trotzdem leiden wir jetzt darunter, dass eben nach 2008 nicht die wichtigen Schritte gegangen worden sind. Bei Ihnen. Aber das ist auch übrigens Griechenland, auch wenn Sie sagen, nein, aber mir geht es nochmal um den Bankensektor. Man hätte, wenn wir jetzt höhere Eigenkapitalquoten hätten, dann wäre der Bankensektor stabiler, dann könnte er da mehr verkraften. Was hat es für eine Folge?
Wollte ich darauf hinaus, was hat es für eine Folge? Es gibt ja nun auch viele Kleinanleger, die beispielsweise griechische Staatsanleihen haben. Das ist die eine, relativ wenig, ganz genau, das ist sozusagen die eine Seite, die aber jetzt nicht so ins Gewicht fällt. Aber eben diese Seite Lebensversicherung, Rentenversicherung, was kann mich da treffen am Ende als Kunde, Verbraucher? Als Anleger, der griechische Staatsanleihen hält, das sollten im Verhältnis relativ wenig sein, die das im Privatportfolio halten, Kleinanleger zumindest eher wenig. Vielleicht halten sie einen Fonds und der Fonds hält das, den trifft es. Da geht natürlich irgendwo Geld verloren. Wenn ich mich heute positionieren muss als Anleger, wenn ich jetzt von einem nicht ganz so schlimmen GAU ausgehe, einfach sage, im Moment wissen wir nicht genau, was los ist, dann würde ich sagen, wer nicht versiert ist im Finanz- und Kapitalmarkt geschehen, der sollte sicherlich hergehen, sollte seine Gelder durchaus im Moment erstmal sehr sicherheitsorientiert dahingehend streuen, dass er sagt, ich bleibe hier im Land überwiegend. Ich suche mir oder von mir aus auch Nachbarländer, die stabil sind, das ist in Ordnung. Ich suche mir Terminanlagen, ich suche mir deutsche Staatsanleihen oder sonstiges. Oder, was weiß ich, wenn die Rendite bei Staatsanleihen nicht ganz so toll ist, nehme ich mir eine KfW-Anleihe, die aber staatsbesichert ist, da ist die Rendite höher, obwohl es dann der gleiche Sicherheitshintergrund ist. Da bin ich durchaus jetzt in Ordnung unterwegs und kann überwintern, kann einfach mal sagen, ich warte ab, was weiter geschieht. Weil jetzt zu handeln und in Investments zu gehen. Also man sollte jetzt nicht in Panik verfallen und jetzt sagen, ich gehe in irgendwelche großen Investments. Frau Herrmann wollte da jetzt auch. Also ich glaube, wenn man jetzt dabei bleibt, dass man erstmal nur Griechenland anguckt, dann kann man sagen, Griechenland bedeutet keinerlei Gefahr. Denn ich meine, auch wenn die Krise da groß ist, was man einfach sehen muss, es ist ein kleines Land. Das hat ein Bruttoinlandsprodukt, das ist irgendwie so groß wie Hessen. Und da leben 11 Millionen. Das kann also diese gesamte Eurozone mit ihren weit über 300 Millionen Leuten stemmen. Das ist auch kein Riesenverlust, das kann auch jede Lebensversicherung tragen, wenn Griechenland da irgendwie crasht. Das eigentliche Problem ist, das haben wir ja auch schon diskutiert, ist die Ansteckungsgefahr. Mhm. Also in dem Moment, egal wie man da jetzt zu Eurobonds oder nicht steht, Italien wankt, dann geht hier aber alles den Bach runter. Und zwar, denn dann... Was heißt denn den Bach runtergehen? Ja, also ich meine, die Staatsanleihen von Italien, das sind ja 1,8 Billionen, die 50% davon sind im Ausland, davon sind auch ganz viele in Deutschland, dann ist sozusagen die gesamte Eurozone, oder dann hat man den Euro-Crash. Das heißt, das muss man unbedingt verhindern. Und was auch schlimm ist, ist es ja nicht nur so, dass wir jetzt ein Problem haben mit den einzelnen Staaten und ihrer Verschuldung, sondern gleichzeitig ist ja schon abzusehen, dass die gesamte Eurozone in eine Rezession abdriften wird. Mhm. So, und da werden natürlich riesige Verluste auftauchen. Nicht nur, also erstmal in der Realwirtschaft, bei den Industrieunternehmen. Gleichzeitig ist klar, dass wenn die Rezession einsetzt, die Staatsschulden weiter wieder hochgehen. Die Wahrscheinlichkeit von irgendeinem Bankrott in irgendeinem Land steigt. Das heißt, man muss sich schon als Anleger darauf einstellen, aus meiner Sicht, dass wenn das so weitergeht, so ungebremst, es keinerlei sichere Insel mehr gibt. Mhm. Nicht? Da wäre ich sogar hätte ich am Ende sogar Zweifel, ob die deutsche Staatsanleihe noch eine sichere Insel ist. Aber der kleinere Anleger wird nicht irgendwo ein Weltportfolio aufbauen und sich die verschiedenen Währungen holen und irgendwo in das Kopfkissen legen. Das funktioniert einfach nicht. Aber eins ist aber vielleicht ja auch nochmal wichtig. Ne? Das sind die Gefahren, die drohen, die sehe ich auch so. Das sind aber andere als die Inflation. Ja, also die Inflation wird nicht das Problem im Euroraum sein, sondern die Frage ist eben eher, ob da am Ende des Tages was ausfällt oder nicht. Ja, genau. Aber die steigende Inflation, glaube ich, ist nicht das Thema, mit dem wir uns im Euroraum beschäftigen. Nee, Inflation gibt es nicht. Also, sondern die, die Werte sind einfach also, ne? Wir reden ja über Inflation. Aber nur in die kommt die denn? Ich sage ja heute, wenn wir 2% Preissteigerung haben, ist das noch keine Inflation. Genau. Wir sind im Augenblick bei 3%. Und wir sind, wenn die Schwelle von 2% mal überschritten ist, auch ganz schnell bei 4. Also insofern wäre ich nicht ganz so sicher, dass das völlig ohne Preissteigerung abgeht. Aber das ist eigentlich Nebenkriegsschauplatz. Der Hauptpunkt für mich ist, was Sie vorhin sagten, was von Griechenland ausgeht, das sind ja nicht nur die griechischen Banken, sondern das sind auch private Investoren, Lebensversicherungen und alles, was Sie genannt haben. So, die Frage ist jetzt, wie löst man das? Macht man das alles pauschal und sagt, die öffentliche Hand nimmt mit dem Rettungsschirm das auf und sagt, wir finanzieren das in Griechenland, damit das überhaupt nicht überschwappt? Oder geht man den anderen Weg und sagt, der private Anleger, ob Bank oder Versicherung oder was immer, der muss damit rechnen, dass irgendwo auch was ausfällt. Und Griechenland ist in dem Sinne wirklich ein kleines Land. Und das, was dort anfällt, ist erstmal von den Privaten zu tragen. Und dann kann man fragen, gibt es einige Banken, die sehr stark dort involviert sind und müssen wir die auffangen, damit das hier in Deutschland nicht kippt? Ich würde immer diesen Weg gehen, dass die öffentliche Hand erst dann eintritt, wenn im eigenen Land das nicht verkraftet werden kann von denen,
die Geld verlieren in Griechenland und nicht umgekehrt erstmal alles finanzieren. Wir haben ja den Weg jetzt schon gehabt, leider schon über 2 Jahre, dass sich die privaten Banken mit jeder Rückzahlung von griechischen Staatsanleihen zurückgezogen haben. Das war ja vorhersehbar. Ja, also ich habe sehr früh gesagt, wenn man will, dass die Privaten sich beteiligen und die Banken sich beteiligen, was ja immer die Forderung ist, dann muss man möglichst schnell das machen, denn mit jeder Rückzahlung sind die aus dem Geschäft und überlassen das der öffentlichen Hand. Das halte ich eigentlich für einen Weg, wo man jetzt wenigstens versuchen kann, die Teile, die noch in der Privatwirtschaft sind und bei den privaten Banken und so, wenigstens dort abzuschöpfen. Der größte Teil ist ja schon im System angekommen. Der größte Teil ist bei der EZB angekommen, ist in Rettungsschirmen angekommen, in all diesen Dingen, in den Staaten, die Haftungsrisiken übernehmen. Da ist ja ein Großteil schon angekommen. Wir haben ja genau das schon transformiert bis zu einem gewissen Grad. Natürlich ist da noch ein Restrisiko, das auch nicht ganz unerheblich ist oder so etwas. Wir finanzieren im Prinzip über die EZB die Liquidität der griechischen Banken. Die hätten keinen müden Euro mehr, um irgendwo etwas auszuzahlen, sonst etwas zu machen, wäre nicht mehr. Und. Das alles ist schon geschehen. Jetzt kann man darüber denken, wie man will. Wir haben einfach einen Fakt geschaffen. Aber deswegen dann müsste noch mal man das Thema notfalls aufwerfen auch wollen. Den Schritt weitergehen und sagen, 2008. Was ist der GAU Griechenland und wie können wir den jetzt bereinigen? Aber das umso Wichtigere ist zu gucken, dass die anderen Staaten auch wirklich, und da bin ich nicht bei Ihnen, was Sie bei Eurobonds gesagt haben, denn ich glaube, wenn wir in diese Risikobereiche reinschauen, dann müsste ich tatsächlich auf europäischer Ebene ein Instrument haben, das nicht nur überwacht, sondern auch kontrolliert und Sanktionen durchsetzen kann, und zwar knallharte Sanktionen. Und dieses Medium habe ich nicht in Europa und das kriege ich auch nicht. Genau, ich stelle nur fest, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt momentan nicht funktioniert. Ich stelle fest, dass diese No-Bail-Out-Klausel nicht funktioniert, nicht gezogen hat, sondern wir stellen fest, die Europäische Union ist nicht nur eine Transfergemeinschaft, was sie seit der Gründung gewesen ist, sondern sie ist auch eine Haftungsgemeinschaft, was sie seit der Etablierung der Europäischen Zentralbank geworden ist, weil da eben alle Länder haften für zumindest für ihre Einlage bei der Europäischen Zentralbank. So. Und wenn das eben so ist, dass diese Konstruktion nicht funktioniert hat, dann muss man sich darüber unterhalten, wie man diese Konstruktion ändert, damit sie wieder funktioniert. Und ich kenne niemanden, der nicht der Auffassung ist, dass es da zu einer stärkeren europäischen Integration kommen muss und dass wir eben zu so etwas wie einer Fiskalaufsicht auch auf EU-Ebene kommen müssen. So, und deswegen sage ich, da geht kein Weg dran vorbei. Deswegen brauchen wir auch in Deutschland diese Debatte. Alles andere, stelle ich nur fest, hat ja nicht funktioniert, weil sonst wären wir jetzt nicht in der Debatte mit Griechenland, sonst wären wir in der Debatte mit Italien, sonst hätten wir diese Probleme nicht. Mein Punkt ist noch, das reicht aber aus meiner Sicht nicht aus. Einfach sozusagen einen europäischen Finanzminister auszurufen, reicht aus meiner Sicht nicht aus. Sondern was wir eben auch brauchen, ist dringend eine Aufarbeitung der Hausaufgaben, die von 2008 noch anstehen. Es ist ja nun mal so, wir haben die Krise damals gehabt, es wurden große politische Versprechungen gemacht. Heute ist es so, dass die Manager wieder so viel verdienen, wie sie 2008 verdient haben. Dass die Eigenkapitalquoten nicht erhöht worden sind, dass die Banken größer sind, als sie vorher gewesen sind, dass die ganzen Themen too big to fail jetzt zwar angefangen werden zu diskutieren, aber dass wir sie nicht gelöst haben und dass deswegen eben auch der Bankensektor innerhalb der Europäischen Union so nervös, so labil und so überhitzt oder so problematisch ist. Und deswegen sage ich, wir kriegen das momentan nur in den Griff innerhalb der Europäischen Union, in der Eurozone, wenn wir jetzt auch starke Schritte gehen beim Bankensektor. Da sind ja jetzt erste Ankündigungen gemacht worden. Wir finden, in Bezug auf die Größe der Banken muss es da wesentlich stärkere Schritte geben. Nur so kriegen wir eine Stabilität hin. Also es müssen noch viele Hausaufgaben gemacht werden. Ich danke Ihnen für diese angeregte Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.